ihr Piraten. Ein weiteres Jahr geht vorüber. Ein, wie ich voller Freude und Stolz sagen kann, sehr erfolgreiches Jahr für uns. Blicken wir zurück auf Erfolge, die wir gemeinsam errungen haben und nun gemeinsam feiern können. Dem Anfang machte im Frühjahr unsere Fernsehnudelmesse, zu der Hessische Rundfunk extra nach Berlin gereist war, um einen wirklich schönen Bericht über unsere Kirche und unser Anliegen zu drehen. Kurz darauf konnten wir den Lohn für einen Dreijährigen auch mit Rechtsmitteln ausgefochtenen Kampf einfordern. Die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters Deutschland wurde als gemeinnützige Körperschaft anerkannt. Es folgte die erste Vorlesung eines Pastafari an einer deutschen Universität. Das Thema an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin war Begegnung der Weltanschauung, Geschlechterrollen und Geschlechterrealitäten der Pastafari. Der nächste, für mich einer der großen Höhepunkte, war die Teilnahme am Kirchentag in Dresden. Dort hielten wir in der religionsfreien Zone des Gefahr e.V. eine Nudelmesse mit überwältigendem Erfolg. Um die 50 Ungläubige fanden den Weg aus den Sitzreihen des gut besuchten großen Saals der Schauburg auf die Bühne und konvertierten öffentlich zum Pastafaritum. Im Sommer verschaffte der Österreicher Nico Alm unserem Glauben weltweite Beachtung. Es gelang ihm, sich mit einem Nudelsieb als religiöse Kopfbedeckung auf dem Führerschein ablichten zu lassen. Sein Auftritt war so eindrucksvoll, dass manche Pastafari bis heute noch denken, dass Nudelsieb und nicht Piratenhut oder Piratentuch wären die religiösen Kopfbedeckungen in unserem Glauben. In Nikos Kielwasser zog ich etwas später nach und bin nun stolzer Besitzer eines Führerscheins mit Piratentuch. Danach folgt die vielbeachtete erste säkulare Lesung unseres Vereins in Templin. Dr. Carsten Freck machte klar, wir zahlen alle, wie sich die Kirchen finanzieren. Für mich der wirkliche Höhepunkt des Jahres war aber unsere Teilnahme an der Antipapst-Demo in Berlin. Nicht nur, weil wir mit unserem tatsächlich fliegenden Spaghetti-Monster viel Beachtung fanden, sondern vor allem, weil es einmalig war, diese geniale Stimmung zu erleben und zu sehen, wir sind viele, die sich von den Kirchen nicht an der Nase herumführen lassen wollen. Herbst war es, als ich praktisch zeigte, unser Glauben ist nicht mehr aufzuhalten. In Dresden wurde eine neue Gemeinde durch Übergabe eines Nudelholzes geweiht. Den Abschluss unseres Pastafari-Jahres bildete, wie immer, unsere Weihnachtsmarktaktion, bei der wir nicht nur leckere Fleischbällchen verteilten, sondern auch die wahre Weihnachtsgeschichte verbreiteten. Dies alles wäre nicht möglich gewesen ohne eure Hilfe, ohne euer Mitwirken, ohne eure Beiträge, ohne eure Votes bei Facebook, ohne eure ständige Anfeuerung. Und dafür bedanke ich mich bei euch allen. War dieses Jahr für uns auch überaus erfolgreich, dürfen wir doch nicht übersehen, dass es anderweitig in unserer Gesellschaft steil bergab ging. Weil darüber wohl noch jemand anders reden wird, beschränke ich mich auf eins: den steilen Vertrauensverlust der Politik in der Bevölkerung. Wenn wir nicht wollen, dass unser Land völlig abstürzt, müssen wir gegenlenken. Zuerst müssen wir erkennen, dass alles nur Folge des massiven Aberglaubens, der in der Politik vorherrscht, ist. Wir dürfen uns nicht scheuen, klar auszusprechen, welcher schreckliche Aberglaube es ist. Der an drei Götter, die angeblich einer sein sollen, oder umgekehrt. Aberglauben lässt sich halt schwer beschreiben. Christian von Böttcher, Partei- und Fraktionsvorsitzender der CDU in Schleswig-Holstein, hatte wohl noch den geringsten Anteil. Das hat seine Ursache nicht darin, dass ihn nur die Liebe erwischt hatte,
Es liegt vielmehr daran, dass er als Norddeutscher dem Aberglauben nicht ganz so streng huldigt. Die Wirkung des CSU-Bayern Karl Theodor zu Guttenberg, der sich da viel stärker dieser Geisterwelt hingibt, war deshalb auch viel stärker. Aber sie war doch nichts gegen den massiven Vertrauens- und Werteverlust, den wir den erzkonservativen Katholiken und evangelikalen nahen noch Bundespräsidenten Christian Wulff verdanken. Uns, liebe Brüder und Schwestern, bleibt nur ein Weg. Bekämpfen wir den Aberglauben überall, wo wir ihm begegnen. Gehen wir dazu, wenn es nötig ist, sogar den Pakt mit den Gottlosen ein. Besser keinen Glauben als den Falschen. Vor allem aber nutzen wir jede Gelegenheit, unsere unnachahmlich klare, unsere einzig wissenschaftliche Religion voranzubringen. Um euch dabei zu helfen, haben wir keine Mühe gescheut, euch das rechte Material zur Verfügung zu stellen. Noch ist es nicht ganz komplett. Noch müssen wir nacharbeiten. Aber es ist schon genug, um sie euch bekannt zu machen. Unsere Webseite www.pastafari.eu. Möge sie euch gute Inspirationen vermitteln und euch Ansporn sein bei der Arbeit auf dem Piratenschiff des Monsters. In diesem Sinne wünsche ich euch allen, Schwestern, Brüder, Freunden, Sympathisanten und selbst denen, die uns noch ablehnend gegenüberstehen, ein erfolgreiches und frohes neues Jahr. Mögen seine mutigen Anhängsel euch immer recht leiten. Dafür erhebe ich meinen Becher. Prost!